meine lieben Skorpione und herzlich willkommen zu eurer heutigen Single-Legung. Meine Lieben, wir schauen, welche Energien im Singles-Kollektiv der Skorpione zur Verfügung steht. Aber bitte bedenke, dass nicht jeder Skorpion sich natürlich in derselben Situation befinden kann. Deswegen, diese Legung kann für dich bestimmt sein, muss es aber nicht. Das heißt, wenn du hier einschaltest und direkt merkst, dass die Geschichte, die ich hier erzähle, nicht deine Geschichte ist, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist sie für einen anderen Skorpion bestimmt. Schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu deinem Mondzeichen oder einem anderen Sternzeichen, wenn du dich da angesprochen fühlst. Vielleicht greife ich dann in dieser Legung die Energie auf, die zu deiner Situation gerade passt. Oh, Ritter der Stäbe, Ass der Kelche. Sehr interessant. Das gefällt mir schon mal gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast möglicherweise einen Ass der Kelche in Aussicht. Vielleicht beobachtest du auch jemanden gerade. Ich habe hier bei ihm so ein bisschen Pfadfinder-Vibes im Sinne von sich die Dinge genau anschauen, studieren, damit auseinandersetzen, was ist das. Aber Ass der Kelche für eine Single-Legung ist auf jeden Fall schon mal super. Ich benutze für euch das seelenweise Tarot von der lieben Julia Aurelia. Ritter der Kelche. Okay. Schauen wir mal, meine lieben Skorpione. So, liebes Universum. Eine Energie, die mir zeigt, in welcher Energie meine Single-Skorpione gerade sind. In welcher Energie befinden sich die Singles unter euch? Die 10 Schwerter. Interessant. Okidoki. Das ist nicht so die allerbeste Energie. Das Gute an den 10 Schwertern ist, dass sie ein Ende von schwierigen Situationen anzeigt. Okay. Was ist die Situation? Warum sind meine Skorpione in einer 10-Schwerter-Energie? Das Ass der Stäbe. Okay, interessant. Jedes Ende ist ein Neuanfang, auf jeden Fall nehme ich so ein bisschen wahr. Was ist die Herausforderung, vor der meine Skorpione gerade stehen? Was ist die Herausforderung? Ass der Schwerter. Und was ist, 2 Kelche an der Unterseite des Decks. Ich wollte euch nur nicht vorenthalten, meine Lieben. Und was ist die Chance, die meine Skorpione gerade haben? Die 5 Stäbe. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast noch was zu klären, mein lieber Skorpion. Und dass du jetzt hier gerade die Chance bekommst, etwas zu klären. Ich hätte gerne mal die 10 Schwerter abgeklärt. Ein Konflikt, ne? 5 Stäbe, die einen Konflikt zu klären. Oh, okay, der Herrscher. Interessant. Ich kläre jetzt erstmal alle Karten einmal ab. Eine Karte zum Ass der Stäbe. Der Mond. Das Ass der Schwerter als die Herausforderung. Ihr seid ein bisschen meine Sorgenkinder geworden, Skorpione. Ihr seid offensichtlich gerade ein bisschen in einer komplizierten Energie. Habe ich jetzt in den letzten Legungen schon wahrgenommen. Ass der Schwerter als Herausforderung. Die 7 Stäbe. Und der König der Stäbe. Wir haben hier Widderenergie. Jetzt haben wir hier einen König der Stäbe liegen. Ich muss ein bisschen rumrutschen. Und warum sind die 5 Stäbe deine Chance? Warum sind die 5 Stäbe deine Chance, mein lieber Skorpion? Der Wagen, okay. Verstehe.
Sieben Kelche an der Unterseite des Decks. Oh. Also, vielleicht ist es eine spezielle Legung, die nur für einen von euch zutrifft, aber ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr klare Botschaft. Ich will jetzt noch eine Hauptenergie und dann gehen wir dadurch diese ganzen Karten gemeinsam durch. Aber ja, ist auf jeden Fall nicht die einfachste Energie, das kann ich schon mal vorneweg sagen. Ja, Girl with a Snake. Okay. The Runner. So nehme ich das auch ein bisschen wahr. Liebes Universum, eine Energie hier noch für meine Skorpione. Grounding, Stability and Security, Growth und Endurance. Also ehrlich gesagt, zurück auf den Boden der Tatsachen nehme ich hier so ein bisschen wahr, ne? Grounding, Realität. Wir haben hier mit den sieben Kelchen die Illusion, möglicherweise auch ein bisschen rosarote Brille, die Träumereien, Stabilität und Sicherheit, der Auftritt, Performance und Wachstum. Also. Jetzt, so sehen wir das nicht. Legen wir hier so her. Alles klar. Mein lieber Skorpion, ich habe das Gefühl, du hast irgendwie ein. Ich weiß nicht, ob bei den 10 Schwertern, sage ich oft, wo versuchen wir eigentlich noch ein totes Pferd zu satteln? Ich weiß nicht, ob du versuchst, ein totes Pferd zu satteln oder ob irgendwie die Klarheit. Ne, die Herausforderung ist ja das Ass der Schwerter. Ob irgendwie die Klarheit schon durchkam, dass etwas, was im Verborgenen lag, ich nehme das hier wahr mit dem Mond und den 7 Kelchen. Was heißt das, was etwas ist im, oder wie erzähle ich jetzt die Geschichte gescheit? Also, ich habe das Gefühl, hier ist eine Person, der Herrscher, der König der Stäbe. Kann ein Feuerzeichen sein, ne? Widder Energie haben wir hier, Krebs haben wir noch, Fische und Krebs haben wir, aber am Ende des Tages kann es jedes Sternzeichen sein. Ich habe aber das Gefühl, es ist eine sehr, ich weiß nicht, vielleicht auch eine manipulative Person. Mit dem Herrscher kann man nicht ausschließen, ne? Aber auf jeden Fall eine Person, die gerne die Macht über die Dinge hat, die möglicherweise auch sehr kontrollierend ist. Die Herausforderung ist zu erkennen, dass dieser König der Stäbe dich nicht näher an sich ranlassen wird, ne? Die 7 Stäbe ist Resistance, ja, ich nehme das so wahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob du, keine Ahnung, etwas nicht wahrhaben wolltest mit den 7 Kelchen, ob es möglicherweise auch gar nicht so einfach war, das wahr zu ha ne, nicht wahr oder das so wahrzunehmen, wie die Situation ist, weil möglicherweise der König der Stäbe, der Herrscher, auch ein kleiner Player ist, aber irgendetwas muss passiert sein. Denn die Chance sind die 5 Stäbe und du bist in der 10 Schwerter-Energie. Also, es hat sich irgendwie zugespitzt. Oder? Es kam zu einem richtig krassen Streit, der eskaliert ist oder der das Fass, 10 Schwerter, der das Fass zum Überlaufen bekommt. Wie soll ich sagen? Das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Situation ist das Ass der Stäbe und das ist vielleicht das, was du noch nicht wahrhaben willst oder was vielleicht auch ein bisschen braucht, ne? Was du vielleicht Mond unterbewusst schon weißt, aber eben in deinem Bewusstsein, in deiner Klarheit noch nicht angekommen ist, ne? Die Information ist zwar da, aber manchmal braucht man ein bisschen, um etwas zu verarbeiten. Aber es ist eine Chance für dich, eine Situation, die nicht stabil ist, ne? 5 Stäbe, die, keine Ahnung, 5 Stäbe kann auch Konkurrenz sein. Kann sein, dass der König der Stäbe ein Player ist, ne? Dass der noch andere hat, dass er vielleicht auch mit den 7 Stäben irgendwas gar nicht preisgegeben hat und dass jetzt eben ein Geheimnis oder irgendetwas ans Licht kam, was aber Ass der Schwerter, 10 Schwerter, keine Hoffnung oder keinen Grund zur Spekulation übrig lässt, ob das das ist, was du willst. Und am Ende des Tages, auch wenn das hier
keine schöne Energie ist, hast du trotzdem die Chance, durch diesen Konflikt, der sich da gerade gezeigt hat oder in dem du gerade steckst, durch die Streitigkeiten, durch die Konkurrenz, durch das Problem, ne? Wie gesagt, die Chance ist, das Problem zu verlassen, wieder in deinen Wagen zu steigen und zu sagen, hier komme ich nicht weiter, schon gar nicht, wenn ich auf der Suche nach Sicherheit und Stabilität bin. Also ich weiß nicht, ob hier jemand Spielchen mit dir gespielt hat oder ob jemand versucht hat, irgendwie Macht über dich auszuüben oder ob einfach jemand nicht in der Lage ist, tiefe Gefühle zuzulassen, ne? So. Das sehe ich hier bei dieser Person noch nicht. Aber irgendjemand oder das Universum hat irgendwie gesagt, hey, ich bring diese Situation jetzt auf die Spitze. Ich mache es so kompliziert, ich mache es so schwierig, dass du keine andere Chance mehr hast, als zu erkennen, ich muss hier weg. Ne? Die Chance ist, raus aus dem Konflikt, in deinen Wagen steigen und zu sagen, ich bin auf der Suche, ne? Krebsenergie ist Stabilität, ist Sicherheit, ist Geborgenheit. Und durch das, dass diese Situation eben das Gegenteil davon spiegelt oder dass hier ein Geheimnis ans Licht kam mit dem Mond, ne? So, dass plötzlich, die Situation ist das Ass der Stäbe, dass plötzlich eine neue Energie mit ins Spiel kam, eine neue Person möglicherweise auch mit ins Spiel kam, dass das für dich das war, auch wenn es herausfordernd ist, was dir Klarheit darüber geben sollte, in welcher Situation du steckst und dass es möglicherweise, ja, die Gerechtigkeit, ne, Entscheidungen und ihre Konsequenzen ist die Gerechtigkeit und dass du hier, ja, die Dinge klar sehen solltest, sie klar beim Namen nennen solltest, sie nicht romantisieren solltest und eben hier mit dem Wagen und der Gerechtigkeit deine Konsequenzen aus dieser Situation zu ziehen. Und wenn ich die 10 Stäbe sehe, die 10 Schwerter sehe und das Ass der Schwerter als Herausforderung, dann gehe ich davon aus, die Gerechtigkeit kann auch so eine Trennungs- und Scheidungsenergie sein, dass das hier eben bereits der Ratschlag ist, ne? So, an dich. Zieh deinen Schlussstrich, mach einen Cut, weil Sicherheit, Stabilität sehe ich hier nicht. Ich sehe hier jemanden, der, keine Ahnung, vielleicht auch etwas die ganze Zeit abstreitet, ne? Der König der Stäbe sagt, nee, so ist es nicht. Aber du weißt es doch, ne? Der Mond, du weißt es doch. Die Herausforderung ist es, dir selber zu glauben, vielleicht auch, mein lieber Skorpion. Aber die 7 Kelche sagen mir, vielleicht gibt es auch viele Dinge, die du noch nicht weißt. Ne? So. Aber es wird nicht einfacher. Ne? Die Chance ist zu erkennen, die Probleme werden größer. Keine Ahnung, der Wagen, es kann auch jemand sein, der sich einmischt und du erkennst einfach, hey, ne, beim Wagen sind ja 2 Pferde in der Spur. Ich ziehe diesen Karren nicht weiter mit. Und deswegen, auch wenn es herausfordernd ist, schaue ich der Wahrheit ins Gesicht und treffe hier meine Entscheidungen, ne? Diese Person, den Herrscher, hier auch nicht mehr an mich ranzulassen. Ne? Die 7 Stäbe ist Grenzen setzen. Bis hierhin und nicht weiter. Mein lieber Skorpion, okidoki. So lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich will noch definitiv wissen, welcher Konflikt sich hier entbahnt hat. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es gibt immer noch etwas, was du noch nicht ganz klar siehst mit dem Mond und dem Ass der Schwerter, weil das Ass der Schwerter ist ja deine Herausforderung, was diese Person möglicherweise noch nicht preisgibt. Und das versuche ich herauszufinden. Ich möchte aber auch gerne wissen, was sollst du aus dieser Energie gerade lernen? Was zeigt dir das Universum in dieser Situation für dich gerade auf? Und dann auch so einen kleinen Hinblick auf hier deine Entscheidungen und die Konsequenzen daraus. Und dann lassen wir uns durch dieses Extended Reading ganz intuitiv durchtreiben.
So, außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du ebenfalls unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst. So, für die Skorpione unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. 10 Schwerter. Es kann eigentlich nicht schlimmer werden. Das ist die Energie von den 10 Schwertern. Mit irgendeiner Person kann es eigentlich nicht schlimmer werden. Und gerade weil in deiner Chance die 5 Stäbe liegen, ne? So, in diesem Konflikt, in diesem Problem, in diesem Streit, hast du die Möglichkeit, jetzt auszusteigen und zurück auf deinen Weg zu finden. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich nehme hier so Energievampire wahr. Und ich sage nicht, dass der Herrscher der größte Idiot auf der Welt ist. Aber irgendwas willst du noch nicht sehen oder willst du noch nicht wahrhaben. Oder vielleicht fällt es dir auch schwer zu glauben, dass jemand etwas Bestimmtes getan hat, weil du vielleicht ein gutes Bild hattest. Die Sache ist die, auch wenn du in dieser Situation erstmal keine Chance siehst, ist es das, was im Verborgenen liegt. Es ist möglicherweise für dich die Chance. Wir haben hier 2 Asse. Ne? Für dich die Chance auf einen Neuanfang. Auf einen Neuanfang, wo du wieder Sicherheit und Stabilität finden kannst, weil ich das Gefühl habe, dass diese Person auch mit der ganzen Feuerenergie, die hier liegt, sehr viel Unruhe in dein Leben bringt. Ob jetzt im Außen oder im Innen. Ne? Wir haben hier das Innen, wir haben das, die 5 Stäbe des Außen. Das weiß ich nicht. Aber irgendwie, ich nehme hier auch so Kriegerinnen-Vibes wahr. Ne? So. Verlass diese Situation erhobenen Hauptes. Ja, hier habe ich totale Kriegerinnen-Vibes. Also es ist zwar Krebsenergie, aber irgendwie nehme ich da gerade bei dieser Frau sehr starke Skorpion-Vibes wahr, warum auch immer. Sei die Kriegerin, sei die Gewinnerin oder der Gewinner dieser Situation, indem du diese Situation verlässt, anstatt dich irgendwie weiter zu streiten oder vielleicht einen Zugang zu bekommen oder keine Ahnung, vielleicht hast du auch das Bedürfnis, hier mit der Herausforderung irgendwie nochmal mit dem Ass der Schwerter deinen Standpunkt zu erklären oder irgendetwas. Aber das geht nicht ran an den. Ne? Rund um diesen König der Stäbe, rund um diesen Herrscher ist diese Ablehnung, ist diese Abwehrhaltung, ist dieses keine Ahnung. Ein kleines bisschen Gaslighting nehme ich wahr, um ehrlich zu sein, hier mit dieser Energie. Ne? So. Dass diese Person möglicherweise dir, also Gaslighting für die, die es nicht wissen, ne? Menschen behandeln einen so lange blöd, bis man sich selber in Frage stellt. Ne? So. Und vielleicht ist das hier der Fall. Vielleicht, ich glaube nicht, dass die Skorpione das so einfach um den Finger wickeln lassen, aber gerade wenn man da emotional involviert ist, ich habe das Gefühl, dass diese Person, mit der du zu tun hast, etwas ganz anderes sagt und etwas ganz anderes zeigt oder möglicherweise auch ganz andere Absichten hat, als sie kommuniziert und als sie, ne? Taten sprechen mehr als Worte. Und ich habe das Gefühl, das sind keine schönen Taten. Ne? Das kann auch, vielleicht hält dich auch jemand hin. Ich weiß es nicht. Ne? Wie gesagt, mit den 5 Stäben, das kann Konkurrenz sein. Vielleicht, hier mit den 7 Kelchen. Vielleicht hält dich jemand hin und sagt dir, verspricht dir irgendetwas, was, ne? Wo aber überhaupt nichts kommt. Der sagt, Ass der Schwerter, das werde ich tun. Und dann hockt er sich in seinen Thron und tut gar nichts davon. Aber wie gesagt, die 5 Stäbe, die 10 Schwerter sagen mir, in diesem Streit oder in diesem Konflikt oder in dem, was jetzt gerade ist, ist für dich die Chance zu erkennen, ich muss hier weg. Und Energievampire, beziehungsweise mit jedem Menschen, mit dem wir in Verbindung stehen, ne, dessen Energie adaptieren wir für einen kleinen Zeitpunkt. Und ich habe das Gefühl, dass es dir, je mehr Zeit du mit dieser Person verbringst oder mit der Energie dieser Person, desto instabiler wird alles in dir. Und das sollte man sich einfach mal, ne, ins Bewusstsein holen. Geht es mir besser oder, ne, je mehr Zeit wir verbringen, je mehr ich mich damit beschäftige, geht es mir besser oder geht es mir schlechter? Und wenn du merkst, 10 Schwerter, ne,
Also es wird immer schwieriger, es wird immer schwerer, mir geht es immer schlechter. Dann ist die Herausforderung aus dieser Energie eben deine Erkenntnis und deine Konsequenzen zu ziehen, mein lieber Skorpion, und dem König der Stäbe hier eine Grenze zu setzen, um deine eigene Energie zu schützen. Okay, gut, meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, diese Botschaft hat denjenigen erreicht, für den sie bestimmt war. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.